Von Hannover bis nach Italien mehr als 3000 Kilometer auf dem Motorrad. Einziges Problem? Ich habe keine Ausrüstung. Ich habe kein Motorrad und ehrlich gesagt nicht mal einen Motorradführerschein. Das ist jetzt das erste Mal Motorrad. Begleite uns also auf der Reise und schau, bis wohin wir gekommen sind. So, Freunde, es ist 18 Uhr, 21. Februar. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Fahrschule und werde mich für den Motorradführerschein anmelden. Ich wollte schon lange einen Motorradführerschein machen, doch wie das manchmal so ist, vielleicht kennst du es auch, es kommt immer irgendwas dazwischen. Jetzt gibt es eine Deadline. Unsere Tour beginnt am 11. September und bis dahin muss alles erledigt sein. Also geht's jetzt direkt zum Helmkauf. Heute haben wir den 23. Februar und wir sind jetzt hier gerade vor Polo. Und hier wollte ich einfach mal nach dem Helm gucken. Oh, ich krieg den überhaupt nicht aus. Wir haben den 6. März und Yannick und ich sind jetzt gerade auf dem Weg und schauen uns das erste oder die ersten Motorräder an. Rückblickend war das viel zu früh, denn ich hatte meinen Führerschein ja noch gar nicht. Der Plan war allerdings, dass Yannick das Motorrad probefährt und checkt, ob alles daran passt. Doch dann kam alles ein bisschen anders. Unser Motorradhändler, der Stefan, hatte gerade erfahren, dass ich noch nie auf einem Motorrad gesessen habe und meinte, der komm, wir probieren das mal aus. Und dann hat er mir direkt eine von seinen Rennmaschinen zum Ausprobieren gegeben. Immer dahin gucken, wo du hin willst. Ey, das ist ja so geil! Das hier ist die Vorderbremse, ne? Ich bin aus Versehen schon vorne hoch, oder? Ja. Boah, ey, geil, danke. Du kannst doch gleich gerne mal einmal kurz nur so Spaß mal beschleunigen. Hab ich doch. Boah, leck mich am Arsch, das war immer noch nicht alles. What the f***, ey. Das ist jetzt das erste Mal Motorrad. Das war das erste Mal Motorradfahren. Ja, direkt auf sowas. Richtig am Zittern, ey. Immer positiv, Alter. Das ist. Boah, was passiert da drauf? Wie? Einfach nach vorne drücken, ne? Mit Schwung, ja. Boah, Alter. Das ist eine andere Nummer. Ja, Freunde, das war ja jetzt schön und gut, aber hier ist ja das eigentliche Stück der Begierde. Voraussichtlich das Motorrad, was uns nach Rom trägt. Wie geht das an? Das ist im ersten Rennen drin? Unten, ne? Ja. Yeah. Und? Ach so! Ich hatte die ganze Zeit den zweiten drin! Ja, und der erste klappt auch nicht besser. Und damit nach Rom, traust du dir zu? Noch nicht. Wenn ich mir da überlege, so über die Autobahn, oh Gott, Alter. Ey, was verrückter Tag schon wieder. Ich bin jetzt hier auf dem TÜV-Gelände und jetzt gibt es gleich die Theorieprüfung. Ich habe die letzten Wochen ein bisschen gelernt. Eigentlich soll das klappen. Heute haben wir an die 40 Grad. Zum Glück nur Theorie im kühlen Raum, nicht Praxisprüfung. Bestanden. Drei Fehlerpunkte. Ja, eine Frage falsch beantwortet, aber naja. Und jetzt kann Praxis angefangen werden. Ah, da kommt der Fahrlehrer schon. So, jetzt kommt die erste Fahrstunde. Nein, Samu. Ich fahr dir hinterher, ja? Oh Gott, ey. Ich habe nämlich den Spot nicht gefunden, wo wir uns treffen wollten. Oh, dann geht's los. Erste Fahrstunde. Bist du bereit? Ich, ja? Ja. Wir spielen ein bisschen mit dem Schleifpunkt. Ich möchte ja, dass du anfährst und wieder stehen bleibst. Mhm. Wir nehmen dir. Ja. Versuch mal bitte. Stopp. Nicht so schnell. Ganz entspannt. Ich muss ja noch hinterherkommen. Ja, okay. So, meine erste Fahrstunde ist jetzt vorbei. Ich bin klitschnass und ich habe echt wenig geredet, glaube ich. Ich war so konzentriert, dass ich versucht habe, alles richtig zu machen. Ja, mal gucken, wann die nächste Fahrstunde ist. Ich bin auf jeden Fall richtig angefixt. Ich habe echt Bock, nochmal aus Moppe zu steigen. Vielleicht schon morgen wieder. Die letzten Motorradfahrstunden liefen wirklich sehr gut. Das Gefühl fürs Bike selber wird immer besser. Am Anfang habe ich einfach kaum was vom Stadtverkehr mitbekommen. Einfach weil ich mich so darauf konzentrieren musste, immer im richtigen Gang zu sein, nicht umzukippen. Aber wie gesagt, das wird jetzt immer besser. Es automatisiert sich so langsam. Und genau deswegen hatten wir auch überlegt, nächste Woche in die Prüfung zu gehen. Ja, Heko und mein Fahrlehrer hat sich jetzt aber noch mal erbarmt, kurz vor der Prüfung noch mal eine Stunde einzuräumen. Und dann ist der Plan folgendermaßen. Heute letzte Fahrstunde, Mittwoch Prüfung, Freitag Motorrad zulassen, Samstag Motorrad abholen und Sonntag geht es dann hoffentlich auf die Tour.
Also das ist ein knackiges Programm. Hoffen mal, dass das jetzt einfach alles so klappt. Jetzt ist es soweit, Tag der Prüfung. Ich muss sagen, jetzt bin ich schon aufgeregt. Aber wir haben wieder richtig geiles Wetter. Die Wettervorhersage hat eigentlich Gewitter, Regen, alles Mögliche angezeigt. Wie ihr seht, es ist absolut kein Regen. Und ich fühle mich an sich auch gut vorbereitet. Ich kann es. Also wenn es nicht klappt, dann weil ich irgendeine dumme Sache gemacht habe. Freunde, ich habe es geschafft. Oh, ich bin so erleichtert. Es fing nicht gut an. Ich zeige euch mal gleich warum. Pass auf. Also mit dem Schlüssel, der war hier drin. Und dann hat der sich hier mit dem Ring hier verkeilt. Und ich hab ihn einfach nicht gedreht bekommen. Und ich dachte so, sag mal, bin ich bescheuert? War sehr aufgeregt und das hat es überhaupt nicht besser gemacht. Boah. Hey, geil, ich bin so erleichtert. Hier ist die Bescheinigung und wir fahren jetzt zusammen hin und holen das Ding ab. Jetzt müssen wir nur noch das Motorrad zulassen und abholen. Und dann muss es noch fahren. Dann müssen wir packen, dann muss das Wetter noch gut sein und dann können wir los. Also mit dem Nummernschild hat jetzt auch funktioniert und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu Stefan und da holen wir das Moped ab. Wir sind bei Stefan und ja, wir haben gerade nochmal, also Stefan hat nochmal das Motorrad ausprobiert, weil irgendwas stimmte nicht ganz. Er hat jetzt nochmal Zündkerzen gewechselt und alles mögliche, also so ein geiler Typ. Oh Gott. Jawohl. Also es funktioniert, scheinbar. Ja, top! Läuft, wir müssen jetzt tanken fahren und dann geht's endlich nach Hannover. Sachen packen und morgen geht's los. Aber richtig, richtig lieber Typ, ey. Danke, Stefan, danke dir. Und am nächsten Tag haben wir unsere Sachen gepackt und auf einmal waren wir auf der Tour. Bis wohin wir fahren, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen einfach mal schauen, bis wohin wir heute kommen. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, beziehungsweise es ist gerade Morgen. Also wir hatten gerade unsere erste Nacht. Wir sind hier auf dem Campingplatz und sind hier wirklich mitten in der Nacht angekommen. Deswegen haben wir auch gar nichts mehr gefilmt. Jetzt sind wir ein bisschen Harz gekommen, sind ungefähr 150 Kilometer gefahren. Hier auf dem Campingplatz ist mir mein Licht ausgefallen. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Hinten geht nicht, vorne geht nicht, hier geht nicht. Es gehen nur Blinker. Zum Glück ist es mitten in der Nacht hier auf dem Platz ausgefallen und nicht irgendwo auf der Strecke. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir als allererstes irgendwie eine Werkstatt aufsuchen, dass wir rausfinden, woran es liegt. Und dann haben wir heute Morgen hier noch von der Nachbarin einen Tee und einen heißen Kaffee bekommen. Das ist super cool. Ja, ich würde sagen, jetzt probiere ich einfach mal aus, ob der Hobel läuft. Ne? Also bisher lief er ja gut. So. Hey, guck mal. Wie neu. Aber ihr wisst auch noch gar nicht, was das für ein Moped ist, ne? Also, ich auch nicht. Auf zur nächsten Werkstatt. Ja, wir sind jetzt bei 3 Werkstätten gewesen. Die haben alle die Sicherung geprüft und die ging komischerweise. Aber jetzt haben wir gesagt, komm, lass uns die einfach tauschen. Und es lag tatsächlich an der Sicherung. Der Licht geht und jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Oh, ich bin so froh, dass das jetzt läuft. Aber sonst rennt die auch echt gut. Aber auch irgendwie beängstigend. So auf der Landstraße mit 100 auf so einem Moped. Oh, ich weiß nicht, ob ich das so häufig mache, ehrlich gesagt. Also es macht irgendwie auf der einen Seite Spaß, aber man hat auch echt Schiss. Also ich habe Schiss. Eben hatten wir so eine Situation, da kam uns ein Trecker entgegen und dann haben die Autos da überholt. Und du weißt halt genau, wenn da jetzt noch einer rauszieht, der dich nicht sieht. Boah. Und jetzt warten wir aber erstmal aufs Essen, das kommt jetzt auch gleich. Ja. Nach dem dann doch sehr späten Frühstück ging es dann zurück auf die Motorräder und mittlerweile hatten wir durch unseren unfreiwilligen Stopp mehr als einen halben Tag verloren, aber das hielt uns nicht davon ab, diese Tour weiterhin zu genießen. Schaut euch diese Landschaft an. Okay. Also heute, zweiter Tag der Tour. Und der Plan war, bereits irgendwo bei Nürnberg zu sein. Wir sind jetzt allerdings ein gutes Stück drüber. Ihr habt es ja gesehen, es gab einfach ein paar Probleme mit dem kleinen Gerät. Aber wir haben den Fehler gefunden und das Licht geht. Sonst läuft es echt super. Dann hatten wir vor, doch noch mal ein Stück im Dunkeln zu fahren. Jetzt wird aber erstmal gegessen. Wir melden uns dann, denke ich, heute nicht mehr. Wir werden uns aber morgen früh melden und sagen, wo wir genächtigt haben.
gute Nacht und bis morgen. Oh, erstmal wach werden, ey. Guten Morgen. Wir haben gestern nochmal einen Campingplatz gefunden. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir gerade dabei. Ja, bei was eigentlich? Sachen so ein bisschen zu trocknen, gleich einzupacken. Kurzes Frühstück gibt's gleich. Sonne kommt auch gerade raus. Und dann haben wir heute richtig Weg vor uns. Wir sind gerade irgendwo im Osten an der Grenze zu Tschechien. Und heute wollen wir richtig Strecke machen und bis in die Alpen kommen. Da ist richtig Weg vor uns. Deswegen gibt es jetzt ein schnelles Frühstück. Dann wird noch mal ganz kurz geduscht. Und dann hoffe ich, dass das Licht und alles geht. Und dass wir einfach mal fahren können. Wir haben auch überlegt, ob wir heute den ersten Teil der Route über die Autobahn fahren, um überhaupt noch mal in Richtung Alpen zu kommen. Das ist echt noch ein Ritt. Also es liegen so 5-6 Stunden mindestens vor uns. Und was krass ist auf dem Moped, du fährst nicht einfach so durch wie im Auto, sondern du brauchst echt Pausen, weil das ist so in den Knien und sowas ist das voll anstrengend, finde ich. Und Konzentration auch. Irgendwie noch mal ein anderer Schnack. Oh, da gibt's Kaffee, ne? Und Tee. Ach, guck mal, Janik, du bist der Beste. Und wir haben sogar Sonne gerade. Okay, Stimmung ist gut. Wir haben jetzt erstmal eine Pause gemacht und es gibt einen Döner, obwohl wir noch lange nicht das geschafft haben, was wir eigentlich heute schaffen wollen. Und wir sind auch ein bisschen ratlos gerade. Wir haben nämlich eine App auf dem Handy, die schlägt uns wunderbare Strecken vor und sagt auch, dass wir am Alpenrand irgendwie in 3,5 Stunden sind. Aber wenn wir auf dem Mofa fahren, ich habe keine Ahnung. Wir waren bestimmt 1,5 Stunden drauf und von der eigentlichen Fahrzeit sind 20 Minuten runtergegangen. Vielleicht fahren wir viel zu langsam, aber dafür landschaftlich wird es halt immer schöner. Ne? Jetzt kommen hier Hügel, Döner. Wir haben jetzt vor, die Roswellstraße hochzufahren. So eine Panoramastraße, die wohl ganz schön sein sollte. Weil es jetzt nach Italien noch sehr weit gewesen wäre und wir nicht mehr wirklich so viel Zeit hatten, haben wir gesagt, diese letzten Etappen machen wir in einer neuen Tour. Folge uns also, um die nächste Tour, die dann nach Italien geht, nicht zu verpassen. Wir sind an der Roswellstraße, Berchtesgaden. Was haben wir jetzt geplant? Wir werden jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen am Alpenrand entlang fahren und spätestens dann heute Mittag wieder Richtung Norden. Kurz vorher geht es noch mal einmal über eine Landesgrenze. Italien sollte es ja eigentlich werden, das wird es jetzt wahrscheinlich nicht, weil wir einfach so viel Zeit damit verbracht haben, das mit dieser Lampe zu klären und alles Mögliche. Also ja. Geplant war ja ein bisschen weiter zu fahren, aber um nochmal eine Landesgrenze mitzunehmen, fahren wir jetzt auf jeden Fall nach Österreich. Ja, es wird wahrscheinlich irgendwie darauf hinauslaufen, dass wir dann früher oder später doch im Regen sind. Bisher sieht es gut aus, deswegen genießen wir das jetzt nochmal, machen eine kleine Pause. Ich hab's gefilmt, jawoll. Oh, herrlich. Das musste ja irgendwann passieren.
So. Es wird Zeit für ein kurzes Fazit. Wir sind jetzt wie viele Tage unterwegs gewesen? Also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Welcher Tag ist heute? Freitag. Freitag. 5 Tage, ne? Sonntag den halben Tag, heute den halben Tag. Das Ganze ging los mit ein paar Schwierigkeiten. Licht? Nee, das war eigentlich die einzige Schwierigkeit. Ich habe mir Schlimmeres gedacht. Also, es war kein totaler Schaden. Nein. Dabei. Also 5 Tage waren wir unterwegs. Das Moped hat besser gehalten als gedacht. Klar sind da so ein paar Kleinigkeiten dran gewesen, aber das ist normal. 30 Jahre, 600 Euro. Also hat immerhin die 2000 Kilometer gut überstanden. Genau. 2000 Kilometer sind wir nämlich jetzt gefahren. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Stefan, dass du uns das Moped hergerichtet hast. Genau, vorgestern. Nur vom Wetter ein bisschen. Genau. Vom Chiemsee ging es dann aber abends nach dem schlimmsten Schauer nochmal Richtung München, also wir sind bis nach München gefahren. Dort haben wir bei Tim geschlafen. Vielen Dank, Tim, falls du das siehst, dass wir so kurzfristig bei dir schlafen konnten. Und dann haben wir gestern relativ wenig gefilmt, aber das war auch wirklich komplett scheiße. Dieser Regen auf dieser Autobahn und oh, nee. Ein paar Aufnahmen haben wir gemacht. Habt ihr jetzt gesehen? Wir konnten auch nicht ausweichen. Wir mussten einmal durchfahren, ja. Und dann war das Wetter ja auch wirklich, danach war super. Danach war super. Schuhe waren zwar nass, ist auch egal, also es ist ja meckern auf hohem Niveau. Sonst war echt alles wirklich gut. Motorrad hat gehalten, Wetter hat die meiste Zeit auch gehalten. Muss auch sagen, dafür, dass du letzte Woche einen Führerschein gemacht hast, kommt dazu. Hast du dich natürlich auch echt gut geschlagen. Ja, vielen Dank, stimmt, also das wollte ich auch noch sagen. Direkt in die Alpen, so Passstraßen hoch und sowas. Gut, einmal umgekippt, aber gut. Also falls jemand das Video sieht, der überlegt, einen Führerschein zu machen, ich muss sagen, ich kann noch keine, also ich weiß es nicht. Ich bin echt ratlos nach der Tour. Es gab mega geile Momente, es gab Momente, die waren richtig gruselig. Ich denke nicht, dass es die letzte Tour war. Ja, ich glaube, das muss einfach jeder für sich mal wissen. Ich habe auch noch nie irgendwie bei irgendjemandem drauf gesessen. Ich wollte einfach nur diesen Führerschein machen, in erster Linie für diese Tour. Und jetzt weiß ich nicht genau, was ich mit dem Motorrad machen soll. Und weiß auch nicht genau, ob ich, keine Ahnung. Also es gibt geile Momente und es gibt Momente, wo man echt so denkt, so boah. Also ich werde mir jetzt die Reise noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, werde das noch mal ein bisschen Revue passieren lassen und dann mal überlegen, was man hinsichtlich Mopeds macht. Viel länger wollen wir es auch nicht machen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. War ja mal ein bisschen was anderes. Falls ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Also Freunde, macht's gut und bis dahin. Ciao. Wie? Einfach nach vorne drücken, ne? Mit Schwung, ja.